tolles Studio. Ja, oder? Ich wohne ja auch ganz in der Nähe. Ja? Wo denn? Da oben. Also es ist deine Wohnung, nicht dein Studio. Naja, Ben, Multitasking liegt ja voll im Trend. Ne? Kann sich ja nicht jeder leisten. Das ist eine Wohnung mit WBS. Der kann, der kann. Wisst ihr, was WBS bedeutet? Nein. Nein. Wohnberechtigungsscheine bekommen Geringverdiener. Okay, da wir nach langer Diskussion wieder zu den alten, richtigen Drehbüchern zurückgegangen sind. Was ich immer noch für einen Fehler halte. Du hättest auch deine Alf-Plagiate drehen können, dann aber ohne uns. Manchmal nimmst du dir einfach zu viel raus. Finde ich nicht. Stimmt auch wieder. Okay, wir suchen heute die Rolle des Liftboys im Plaza Hotel New York. Kevin McAllister. Die Rolle aus Kevin allein in New York. Der hat da mal gewohnt. Das ist ein Film. Ja, und der war ja trotzdem mal da, als wir das gedreht haben. Ist das so? Woher weißt du diese ganzen Sachen aus den Filmen aus den 90ern? Fakt ab. Ein Buch von David Heim. Mit diesen und anderen Filmfakten. Ich lese lieber als Coleslaw. Wie dem auch sei. Wir casten heute den Liftboy im Plaza Hotel im New York der 90er Jahre, der Fabian und Uke bei ihrer Mission helfen soll. Tolle Rolle. Starker Typ. Ja, und unser erster Kandidat heute ist Michael Berger. Dieser Schauspieler ist nicht irgendwer. Gyni. Das ist Mike Berber. Der spielt alle großen Rollen bei uns im Sender. Top-Typ. Wirklich top of the pops. Top tippitop. Tip-top. Pop. Korn. Top of the pops. Top. Die Wette gilt. Die Wette. Ja, genau. Also seid nett zu dem. Ohne Mike kriegen wir das Projekt nie durch. Ohne Mike kein Hype. Hat man denen irgendwas gesehen? Ja, noch nichts, was ausgestrahlt wurde, aber die Testaufnahmen. Kann man die Aufnahmen irgendwo sehen? Ja, die sind leider verloren gegangen. Ich hab dir entsorgt. Es gibt also nichts von dem Typen, was man sehen könnte? Exakt, aber er kennt den Chef sehr gut. Sogar sehr gut. Vitamin C. Vitamin B. Und das ist immer Bronze wert. Gold. Können wir? Oh ja. Mike. Bist du bereit? Eine Frage noch. Wer bist du? Benedikt Geil, der Autor. Was machst du in meiner Wohnung? Ich dachte, das sei dein Studio. Ben macht Casting-Regie. Und warum macht der das nicht? Dafür werde ich nicht bezahlt. Du kriegst 600 Euro heute. Das ist nicht mein Regietagessatz. Okay, also alles wie immer. Felleck macht am Set Regie, ich entscheide. Oh, hey, Sie sind das! Mensch, ich kenne Ihre Arbeit, super Arbeit, Mann. Kann ich du sagen? Ich bin Mike Berber. Schauspieler, Stand-up and Vegetarian. Ja, Mike, dann lass uns doch direkt loslegen, hä? Okay, willst du damit das Casting filmen? Ja klar, wir haben schon ganze Serien damit gedreht. Das nimmt uns jeder ab. Okay, abnehmen. Kennt ihr das auch, wenn ihr abnehmen wollt und der Kühlschrank sagt so zu euch so, hey Süße, fass mich an, mach mich auf und berühr mich bitte, sexy Monster, du. Kennt ihr? So lustig, Stand-up, Bruder. Jetzt lacht doch mal mit, Ben. Ruhe bitte. Ich beginne jetzt. Hey Uke, musst du nicht dein Tamagotchi füttern? Wir müssen doch jetzt die Diskette ins Verteidigungsministerium bringen. Da sind sehr wichtige Daten drauf. Okay Uke, dann lass uns schnell zur Telefonzelle rennen. Stopp, aus! Ich hab die Rolle, ne? Moment mal, sorry, das waren aber zwei komplett unterschiedliche Rollen mit gänzlich improvisiertem Text. Ja, das ist ein klarer Fall von künstlerischer Freiheit. Da darf man nicht so engständig sein, Ben, hä? Aber das war ja nicht mal seine Rolle. Ich sehe mich eh mehr als Hauptdarsteller. Für Fabian oder für Uke? Beide. Nein! Doppelrolle! Hier wie Otto Walkes in Otto der Außerfriesische. Das sieht lieb. Ich habe auch Follower auf Instagram übrigens. Ah, siehst du, Ben? Ich dachte, wir wollen gutes Schauspiel. Das habt ihr doch bekommen. Felix, sagst du auch mal was? Ich müsste die Szene nochmal sehen. Und bitte. Hey, Uke, hast du dein Tamagotchi schon gefüttert? Uke? Uke! Wo bist du, Uke? Fabian, ich bin hier. Ich bin hier und ich werde dich niemals wieder verlassen. Uke, wir sind ein Team. Für jetzt. Und für immer. Ja. Und die Flugzeuge. Wir müssen sie aufhalten. Nein, nehmen Sie die Messer weg. Hallo, Akbar. Oh nein. Hallo, Akbar. Nehmen Sie die Messer weg. Das reicht jetzt. Ja, schön, danke, dass du da warst. Schön auch, dass deine Freundin da ist. Die könnte auch mitspielen, kein Problem. Ja. Schön, danke. Okay, der Nächste bitte. Hm? Der nächste Schauspieler für die Rolle. Ja, für uns vom Sender war der safe. Was soll das heißen? Ja, also wir haben nur den eingeladen. Wofür machen wir dann das Casting, wenn nur eine Person kommt? Ja, damit ihr den mal spielen seht und auch merkt, dass er besser ist als Uke und Fabian. Okay, ich bin raus. Weißt du was? Ich auch. Na Jungs, hier geht's halt mal nicht so.
Morgen Squash steht? Wir haben noch nie Squash gespielt.